bleibt öffentlich. Privatisierung wollen wir nicht. Straßenbau bleibt öffentlich. Privatisierung wollen wir nicht. Straßenbau bleibt öffentlich. Privatisierung wollen wir nicht. Die wollen das im Grundgesetz gießen. Die Reform der Autobahnverwaltung und die Autobahnen flächendeckend und massiv über ÖPP an die Finanzmärkte bringen. Morgen ist der entscheidende oder eines der wichtigen Termine, wo das Bundeskabinett diesen Gesetzentwurf oder dieses ganze große Paket eigentlich der Grundgesetzänderung beschließen möchte. Die Länder haben sich dafür regelrecht einkaufen lassen. Die haben für 9,5 Milliarden Euro im Bund-Länder-Finanzgesprächen, Finanzausgleich, diese Zusage für die Gründung der Autobahngesellschaft das zugesagt. Und jetzt geht es um die Ausgestaltung. Damals waren noch keine Details bekannt. Auch sehr lange hat die Bundesregierung überhaupt den ganzen Entwurf dazu geheim gehalten. Das heißt, auch die Öffentlichkeit konnte darüber gar nicht diskutieren. Jetzt noch vor der Weihnachtspause und noch schnell vor der Ende der Legislaturperiode müssen den Banken und Versicherungen ein großes Geschenk gemacht werden. Gabriel, was ihr wahrscheinlich schon vor einigen Tagen mitgekriegt habt, hat groß verkündet, ich bin der Retter vor Privatisierung. Ich habe die materielle Privatisierung verhindert, den Ausverkauf dieser Gesellschaft, nämlich der Schäuble hat vorgesehen, die Anteile dieser Gesellschaft an die Finanzmärkte zu bringen. Gabriel hat es angeblich verhindert. Er hat auch angeblich verhindert, dass es Anteile an den Autobahnen auch verkauft werden soll. Aber was sie verschweigen alle, was eigentlich schon lange geplant ist, dass diese Privatisierung, und zwar die funktionale Privatisierung, nach wie vor drin ist und durch die Hintertür oder eigentlich durch Riesentor, was dieses Gesetz eröffnet, eingeführt werden soll. Und nämlich durch die Tochtergesellschaften, die diese Gesellschaft gründen kann, und durch ÖPP-Verträge, die den Bau und Betrieb der Autobahnen bewerkstelligen soll. Das heißt, die Finanzindustrie, also Banken und Versicherungen, können über PPP Unmengen von Steuergeldern und auch Mautgelder in die Kassen spülen und an die Finanzmärkte bringen und damit spekulieren. Dass ÖPP eine besonders teure Form der Privatisierung ist, wissen wir schon seit Jahren. Die Bundesrechnungshöfe berechnen, dass es um die 40% teurer wird, wenn es über ÖPP gemacht wird. Gabriel versucht, dieses Thema zu bagatellisieren und sagt, auf Nachfrage der Journalisten, sagt, ach, ÖPP, ob es gemacht wird oder nicht, das ist eine Detailfrage, ließ er verlauten von seinem Ministerium. Das ist keine Detailfrage, es geht um Milliarden und es geht um ein Gemeingut Straße und Autobahnen. Dass es die geplante Reform ganz viele Nachteile haben wird, das liegt auf der Hand, nicht nur für Autofahrer, die dafür auch Maut unter anderem zahlen werden, sondern auch für uns alle als Steuerzahler, weil nämlich diese Gesellschaft soll auch Steuergelder bekommen, nämlich weil die ÖPP so teuer ist, wird das die Maut und einiges an Geld noch nicht ausreichen. Das heißt, es muss zugeschossen werden, denn wir wollen dieses Gesetz verhindern und nämlich diese ganze Zentralisierung und somit auch ÖPPs. Diese Gesellschaft wird auch ganz große Nachteile für die Umwelt haben. Warum? Weil nämlich jetzt wird ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viele Gelder an die Autobahnen fließen. Die machen aber nur 2% aller Verkehrswege, aller Straßen aus. Das heißt, die Finanzindustrie und die Finanzmärkte werden so viel Geld bekommen und sie werden großes Interesse haben, noch mehr Geld dafür zu bekommen und noch mehr Autobahnen zu bauen. Das müssen wir verhindern. Nicht mit den Ländern. Grundgesetz ändern. Nicht mit den Ländern. Grundgesetz ändern. Nicht mit den Ländern. Grundgesetz ändern. Nicht mit den Ländern. Ja, schönen guten Morgen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier einmal unser Anliegen zu hören. Wir sind jetzt hier schon eine ganze Weile laut und uns geht es einfach darum, dass wir befürchten, die Privatisierung kommt doch und nicht nur durch eine kleine Hintertür, sondern durch ein großes, großes Hoftor. Und vielleicht können Sie einfach noch mal zwei Sätze dazu sagen. Stimmen Sie diesem Grundgesetzänderungsentwurf so zu, auch mit der Möglichkeit des ÖPP, oder wie sehen Sie das? Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist immer schön, auf Demonstranten zu treffen, mit denen man vollständig übereinstimmt. Das ist natürlich auch schön. Also bei den Ländern war völlig klar von Anfang an, in dieser Nacht, als lange
diskutiert worden ist, dass wir auf jeden Fall keine Privatisierung fordern. Und wir haben dann in der Nacht, haben wir uns ja auf mehrere Punkte geeinigt. Dies war der Punkt, den wir am ausführlichsten formuliert haben. Und da gibt es auch keinen Weg raus für unseren Vertragspartner. Wir haben eben schon deutlich gesagt, wir haben damals 8 Punkte beschlossen und beide Seiten haben gesagt, wir wollen vertragstreu sein. Jetzt muss man im Kleingedruckten verhandeln und genau hingucken, was man machen will. Und bei der Privatisierung ist eine der größten Schwierigkeiten, dass es nicht ausreicht, dass wir sagen, wir wollen nicht privatisieren. Wir müssen genau gucken, dass es da keinen Weg reingeben kann. Und darauf werden wir nochmal genau hinwirken, aber wir haben das ganz gleiche Ziel. Also ich kann da jetzt eigentlich auch gar nichts mehr dazu ergänzen, weil auch die Entwürfe der Grundgesetzänderungen, die wir im Moment erörtern, gehen in die Richtung, dass es nicht zu einer Privatisierung der Bahn kommt, sondern dass der Bund der Eigentümer bleibt und dass es eben nicht so kommt, dass es privatisiert wird, das Ganze. Und insofern glaube ich schon, dass wir eigentlich einige einer Meinung sind. Wir haben überhaupt kein Interesse daran, dass wir unsere Autobahnen, die neue Gesellschaft, dann, dass das eine Privatisierung ist, sondern dass der öffentliche Charakter unserer Straßen entsprechend erhalten bleibt. Ich wollte fragen, ob es eine öffentlich-private Partnerschaft, wenn das gemacht wird. Können Sie dazu sagen? Also wir sind der Meinung, dass wir all das nicht wollen. Das sind öffentliche Infrastruktur und es kann nicht sein, dass wir dann hinterher das, was wir ja mit vielen Milliarden bisher bezahlt haben, mit Steuergeldern, dass das dann dazu führt, dass Private damit Gewinne machen. Da sind wir uns einig. Ich finde auch gut, dass Sie hier demonstrieren. Das unterstützt uns drinnen, weil da immer noch natürlich die Verhandlungen sind, dass vielleicht Herr Schäuble im Hinterkopf hat, dass er doch den Weg da reingehen möchte. Und da werden wir als Länder hart bleiben und fühlen uns so unterstützt. Und wir sind ja hier, um ganz viele Unterschriften entgegenzunehmen. Das würden wir noch gerne tun. Und dann müssen wir auch schon langsam rein, weil es gleich losgeht. Herzlichen Dank. Danke, dass Sie dann die Hinterführung. Dankeschön. Na, wir hoffen, dass SPD-Bundesländer insbesondere nicht für FDP stimmen werden, weil das genau diese Scheunentor ist. Seien Sie standhaft und machen Sie kein PPP mit. Okay. Bundesländer müssen es wagen, Nein zur Privatisierung zu sagen. Bundesländer müssen es wagen, Nein zur Privatisierung sagen. Kapitalrendite sinkt unter 25%, die Niedrigzinszeiten. Hallo, Herr Gabriel. Hallo. Können Sie uns nicht was schenken? Es ist doch bald Weihnachten oder sowas. Hallo, liebe Versicherungen, liebe Banken. Geschenke von der Bundesregierung an die Versicherungen und Banken? Hä? Machen wir doch gerne. Habe ich schon mitgebracht. Dachte mir schon, dass sowas kommt. Ich habe hier so einen kleinen Adventskalender gemacht, extra für die Versicherungen und Banken. Machen Sie doch mal das erste Türchen auf. Das erste, ja? Ja, ja. Oh ja. Na, Autobahnprivatisierung, wie wäre es damit? Können Sie ganz günstig einkaufen und dann können Sie eine ganz fette Rendite damit machen. Und das ist auch toller Beton, Asphalt vom Feinsten. Probieren Sie mal. Da. Aha, oh, Privatisierung, also tolle Sache. Haben wir schon viel damit verdient. Bei der Post, bei der Telekom, bei dem Stromnetz. Aber Autobahnen? Ich habe mich informiert. Wissen Sie, das zivilrechtliche Eigentum ist bei Autobahnen nicht der entscheidende Rechtstitel. Die Bedeutung des zivilrechtlichen Eigentums bei öffentlichen Straßen ist generell begrenzt, da es durch die öffentlich-rechtliche Widmung des Straßenrechts überlagert wird. Die verbleibenden Befugnisse des Eigentümers können auf Dritte übertragen werden. Wie bitte? Dritte, auf meinen Autobahnen. Außerdem müsste ich ja für den teuren Erhalt dieser Autobahnen aufkommen. Die sind ja völlig runtergewirtschaftet. Schauen Sie sich doch mal das an. Also das will ich nicht. Vielen Dank, Herr Gabriel. Ihre kaputten Autobahnen können Sie selber behalten. Sehr verehrtes Publikum, wie ich gerade erfahre, also diese Privatisierung der Autobahnen habe ich ja gestoppt. So, hier, voll geht ja gar nicht. Privatisierungsbremse gezogen, voll durchgezogen. Kaputte Autobahnen müssen natürlich öffentlich bleiben, ist doch klar. Ja, beruhigen Sie sich. Und denken Sie mal wieder an uns.
Haben Sie noch vielleicht was Besseres? Noch besser? Ja, na klar. Passen Sie mal auf. Machen Sie mal das zweite Türchen auf. Ja. Verkauf der Autobahnverwaltungsgesellschaft. Das haben wir nämlich auch geplant. Hier, wir zentralisieren die Autobahn in eine große Infrastrukturgesellschaft. Die kommt in eine privatrechtliche GmbH. Und Sie können ganz super günstig Anteile kaufen. Und dann können Sie da Ihr Geld anlegen, ganz toll verzinst. Und Sie können, haben alles im Griff und die Maut können Sie bestimmen und so weiter. Wissen Sie schon, ja. Maut, ja, das klingt schon besser. Aber trotzdem. Autobahnverwaltung, wie hört sich das denn an? Da müssen wir ja ganz viel Personal übernehmen, Pensionsverpflichtungen, die Abfindungen für die Rauswürfe und das alles. Außerdem, da müssen wir ja immer noch Schnee räumen und diese Schlaglöcher flicken und uns bei jeder Mauterhöhung von ADAC anmachen lassen. Also, ach ja, na, das weiß ich nicht. Haben wir Ihnen außerdem ja auch schon mal gesagt, eine Beteiligung privater Partner an einer solchen Gesellschaft lehnen wir ab in unserer Pressemitteilung zusammen mit der Bauindustrie am 6. Oktober vor einem Jahr um 10.21 Uhr. Na klar, ist gestoppt, die Privatisierung ist gestartet, die Autobahnprivatisierung. Der Gesellschaft habe ich gestoppt. Schäuble, nee, nicht mit uns hier. Der will das, ist er denn irre? Gibt's nicht irgendetwas, wo wir nichts, also gar nichts machen müssen, aber trotzdem Geld dafür kriegen? Eine solche Gesellschaft bietet doch auf Projektebene viele unzählige Möglichkeiten, privates Kapital zu beteiligen. Haben wir Ihnen schon auch 2015 schon gesagt? Ja, weiß ich doch. Machen Sie doch mal das dritte Türchen auf. Wow! Ja, öffentlich-private Partnerschaften. Das haben wir nämlich im Geschenke-Sonderangebot. ÖPPs, da machen wir als Staat die Arbeit. Und wir tragen auch die Verantwortung und Sie kriegen das Geld. Ja, da wäre das nichts für Sie. Können Sie das nicht nehmen? Bitte, bitte, bitte nehmen Sie doch wenigstens das. Ich verspreche, wir ändern das Grundgesetz dafür. Wir kaufen die Länder ein. Nehmen Sie das, bitte. Die ÖPPs, nehmen Sie doch bitte die ÖPPs. Na gut, also gut, wenn Sie so drängen, dann machen wir das. Aber bitte, bitte eine Sache. Versprechen Sie mir, dass Sie das nie Privatisierung nennen, weil dann kriege ich nämlich einen Riesenärger. Also nie Privatisierung nennen. Und jetzt nehmen Sie es. Wir haben Sie errettet aus Ihrer schweren Not. Ja, ah, Gott sei Dank habe ich das jetzt geschafft. Verluste für den Staat. Autobahn privat. Verluste für den Staat. Autobahn privat. Verluste für den Staat. Autobahn privat. Verluste für den Staat. Wunderbar, ich glaube, das macht.